was der Sinn der Sendung Jesu ist, liebe Schwestern und Brüder. Warum Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Und was damit die apostolische Sendung und der Sinn der Kirche ist, das hängt sehr eng zusammen. Wenn wir einmal diese Frage, das sollte man eigentlich nie tun, aber diese Frage herauslösen und zu sagen, wozu ist die Kirche eigentlich da? Was soll das alles? Dann finden wir so unterschiedliche Antworten, aber selten eine, die den Kern der Sache trifft. Das hat offenbar auch eine Tradition. Warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Fragt Judas. Das wäre doch großartig, wenn wenigstens die Auferstehung so wäre, dass man sie als apostolisches Argument wirklich überall kundmachen könnte und sagen, jetzt hier, könnt ihr doch mal schauen. In der damaligen Welt war das sogar ein Argument, heute ist es keines mehr. Wenn man den Zahlen glaubt, sind es ja sogar sehr, sehr viele, über die Hälfte der Getauften, die mit Auferstehung nichts mehr anfangen können, die auch nicht daran glauben. Was ist der Sinn der Sendung Jesu und der Sinn der Kirche? Wir können das ablesen in der Art und im Inhalt, wie Jesus antwortet und was er antwortet. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das Einbeziehen des Menschen in das innerste Wesen des dreifaltigen Gottes, das ist der Sinn der Sendung Jesu. Den Menschen Anteil zu geben am göttlichen Leben. Sie in dieses innerste Wesen Gottes hinein, das Liebe ist, Beziehung ist, hineinzuziehen. Gerade das vierte Evangelium macht das so deutlich. Schon am Anfang wird es nicht verschwiegen. Und auch hier am Ende bleibt Jesus seiner Sendung treu, bei allen Anfragen, auch in der Gewissheit, was vor ihm liegt. Es ist der Abend vor der Passion. Alles das hat den Sinn, die Menschen hineinzuziehen in dieses verlorene, in dieses beschädigte Verhältnis zu Gott. Dieses Verhältnis zu heilen. In dem Augenblick, wo Jesus am Kreuz stirbt, übergibt er seinen Geist. Und er wird diesen Geist in besonderer Weise in seinem österlichen Lebenshauch den Aposteln schenken am Osterabend, wenn er sie anhaucht und noch einmal ausdrücklich sagt, empfangt den Heiligen Geist. Anteil am göttlichen Leben, Heimkehr zu Gott, um dadurch geheilt zu werden. Wenn wir das ernst nehmen, dann wüssten wir auch, was wir zu tun haben. Jesus sagt, wer an meinem Wort festhält, nicht an irgendwelchen Ideen, nicht an irgendwelchen Konzeptionen, nicht an irgendeinem zusammengeschriebenen oder herbeigezauberten Zeug, sondern an Jesu Wort. Seiner Sendung treu zu bleiben. Diese Sendung ist nicht beendet. Sie ist nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, zumindest in unseren Breiten schläft sie gerade tüchtig ein und hält einen richtig tiefen Winterschlaf. Aber seit Ostern hat Jesus seinen Geist übergeben. Seit Ostern ist dieser Weg im Gange, die Menschen zurückzuholen, sie heimzuführen. Es liegt an uns, ob wir uns mitnehmen lassen in der Treue zu Jesu Wort, um genau daraus ein apostolisches Wirken zu entwickeln. Auch die, die rechts und links von uns sind, nicht da zu lassen, wo sie sind, sondern sie mitzunehmen auf diesen Weg. Um ihnen zu zeigen, hier auf diesem Weg und im Ziel dieses Weges liegt die einzige Heilung der Welt, ihre Ganzheit und ihre Vollendung.